1,8 Millionen EM-Rentner hoffen auf höhere Rente. Tag der Entscheidung naht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Gibt es ab dem 10. November 2022 für rund 1,8 Millionen Bestands-EM-Rentner höhere Erwerbsminderungsrenten? Das Bundessozialgericht verhandelt in zwei verschiedenen Revisionsverfahren. Ab 13.45 Uhr wird der 5. Senat des BSG im Weißensteinsaal mündlich verhandeln und danach auch eine Entscheidung treffen. Die ganz spannende Frage, ob Bestands-EM-Rentnerinnen und Bestands-EM-Rentner hier auf eine Rentenerhöhung hoffen können, betrifft nach Schätzungen der Deutschen Rentenversicherung 1,8 Millionen Bestandsrentner. Und zwar deren EM-Renten entweder vor dem 1. Januar 2018 begonnen haben oder vor dem Januar 2019. Denn diese Rentenbezieher, die Bestandsrentner, profitieren bei der Berechnung ihrer Rente nicht von den gesetzlichen Verbesserungen, die zu diesen Zeitpunkten in Kraft getreten sind. Wir erinnern uns, im Jahr 2019 hat es eine erhebliche Ausweitung der Zurechnungszeit für EM-Rentner und auch für hinterbliebenen Rentner gegeben. Die durchschnittliche Höhe von Erwerbsminderungsrenten, und das ist die ganz große Kritik an dem Gesetzgeber, aus der gesetzlichen Rentenversicherung ist ab dem Jahr 2001 kontinuierlich nach unten gegangen. Ja, Sie sehen, wo mein Daumen hingeht. Viele Millionen Rentnerinnen und Rentner, die nach 2001 eine EM-Rente bekommen haben, haben oft nur Armuts- und Hungerrenten bekommen. Der Gesetzgeber hat nämlich ab diesem Zeitpunkt einen Abschlag von 10,8% in die EM-Rente eingeführt. Und der Gesetzgeber hat deshalb, um das wieder ein bisschen gut zu machen, zum 1. Juli 2014 und zum 01.01.2018 und last but not least am 01.01.2019 die Berechnungsgrundlagen für eine EM-Rente verändert und dabei unter anderem das Ende der sogenannten Zurechnungszeit von der Vollendung des 60. Lebensjahres auf die Vollendung des 62. Lebensjahres oder von dem 60. Lebensjahr auf das 62. Lebensjahr und 3 Kalendermonate, das war 2018, und ab 2019 auf das 65. Lebensjahr und 8 Kalendermonate verschoben. Diese Verbesserungen, die damals eingetreten sind, kommen aber nur denen zugute, deren Renten ab den genannten Zeiträumen 2014, 2018, 2019 an den Stichtagen tatsächlich neu beginnt. Für Bestandsrentner, deren Renten davor begonnen hat, verblieb es bei den bisherigen Berechnungen der Zurechnungszeit. Ein mittlerweile in Kraft getretenes Gesetz sieht ab dem 1. Juli 2024 für diese Bestandsrentner pauschale Zuschläge zu ihrer Erwerbsminderungsrente vor. Darüber haben wir schon berichtet auf YouTube und ich habe auch Beiträge auf rentenbescheid24.de zu diesem Thema veröffentlicht. Können Sie gerne mal nachschauen. Im ersten zu entscheidenden Revisionsverfahren am 10. November 2022 verlangt der Kläger, der seit 2004 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bezieht, die Neuberechnung der Rente ab der für 2019 geltenden Zurechnungszeit. Und im zweiten Verfahren fordert die Klägerin, die seit August 2014 eine EM-Rente erhält, ab dem 1. Januar 2018 und ab dem 1. Januar 2019 eine höhere Rente unter Zugrundelegung der jeweils längeren Zurechnungszeiten. Beide Kläger sehen einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz darin, dass der Gesetzgeber die Verbesserung der Berechnung der Erwerbsminderungsrenten nur für Neurentner vorgesehen hat und Bestandsrentner ausgeschlossen hat. Aus unserer Praxis heraus können wir nur sagen, dass dieser Abschwung der Renten einen kleinen Turnaround nach oben genommen hat, und zwar ab dem 1. Januar 2019. Ab da merken wir, dass die EM-Renten im Zahlbetrag ein bisschen nach oben gehen und dass sich sozusagen hier die Lage der EM-Rentner etwas verbessert hat, aber wir sprechen wirklich nur von denen, bei denen die Rente ab dem 1. Januar 2019, ich spreche von der EM-Rente, tatsächlich auch begonnen hat. Näheres zu diesem Thema
finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Und ich verspreche Ihnen eins, sobald die Entscheidung vorliegt, werden wir berichten. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.